wie absurd dieses Verfahren vermeintlicher Beteiligung laufen, darf ich Ihnen, Herr Minister Lauterbach, noch einmal anhand einiger Beispiele vor Augen führen. Die Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes zum Ausgleich für Steigerung der Kosten für den Bezug von Erdgas und Strom. Eingang des Entwurfs bei uns am 21.11.2022, 11 Uhr. Stellungnahmefrist 21.11.2022, 19 Uhr. Die Verordnung zum Anspruch auf Testung in Bezug auf einen direkten Erregernachweis des Coronavirus, Eingang des Entwurfs am 24.06.2022, 13.45 Uhr, Stellungnahmefrist 24.06.2022, 18 Uhr. Der Entwurf, jetzt kommt's, der Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes, Eingang des Entwurfs 9.03.2023, 1.08 Uhr in der Nacht, Stellungnahmefrist 9.03.2023, 10 Uhr vormittags. Ich könnte Ihnen zig weitere dieser Beispiele nennen. Ich halte eine solche Proforma-Beteiligung des Parlaments und der organisierten Zivilgesellschaft unter dem Gesichtspunkt der Akzeptanz politischer Entscheidungen für demokratiegefährdend. Für mich ist das eine nicht mehr länger hinnehmbare Dehnung unseres Rechtsstaates. Herr Minister, Sie stellen fest, Sie wüssten im Vorhinein, was Bundesärztekammer, Kassenärztliche Bundesvereinigung, Deutsche Krankenhausgesellschaft, Pflegerat und viele weitere Organisationen zu Ihren Reformplänen sagen würden. Und deshalb beteiligen Sie uns erst gar nicht an Ihren Reformkommissionen. Sehr geehrter Minister Lauterbach, ich halte es für einen schweren politischen Fehler, dass Sie dieses Engagement Ihrer eigenen ärztlichen Kolleginnen und Kollegen als Lobbyismus diskreditieren, statt dieses wertvolle Erfahrungswissen für Ihre Arbeit zu nutzen. Sehr geehrter Minister, Sie haben zweifellos eine Vision von der Entwicklung des deutschen Gesundheitswesens. Altkanzler Helmut Schmidt hat dazu einmal gesagt, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Und in diesem Sinne heiße ich Sie herzlich willkommen auf dem Deutschen Ärztetag. Nicht gebrochen.